Hallo zusammen und damit heiße ich euch mal wieder und wie immer herzlich willkommen zu einem weiteren Video von uns. Ja, mit Ausnahme der letzten beiden Videos war in der Staffel 3 hier sehr, sehr viel Recherchearbeit zu leisten und ich hoffe, ihr honoriert das auch so ein bisschen. Es ist doch recht aufwendig von den Recherchearbeiten, muss ich ganz ehrlich sagen, im Verhältnis zum Videoschnitt, wo ich früher eigentlich deutlich länger gebraucht habe. In diesem Video geht es heute mal wieder um ein, ja, ihr seht es schon, um ein Wohnhaus. Ein Wohnhaus hier in Plagwitz und da haben wir etliche via Video festhalten können. Heute sieht es dort ein bisschen anders aus, aber mehr erfahrt ihr dazu gleich im Video. Ich wünsche euch viel Spaß und wir hören uns gleich. Wir sind UrbexLE direkt aus Leipzig und in diesem Video zeigen wir euch ein Wohnhaus auf der Antonienstraße. Wenn man früher diese Straße runtergefahren ist, aus Richtung Grünau stadteinwärts fahrend, dann kann man sich vielleicht erinnern, rechts und links standen überall die Häuser leer und das bis zum Adler hin. Also wenn ich jetzt mal so rechts zurück überlege, müssten das so 5-6 Häuser gewesen sein, die da leer standen und wir haben fast alle via Video festhalten können. Wenn man jetzt sich die Mühe mal macht und mal auf Google Erde geht oder mal auf Street View, dann und dort halt die Straße runterfährt, dann sieht man einfach das Ausmaß aus dieser Zeit. Vor 4-5 Jahren sah es dort noch ganz schlimm aus. Rechts und links halt die Überbleibsel aus den 90er Jahren. Und ja, das Ganze ist schon 25 Jahre her. So waren auch die Gebäude innen drin. Es war sehr vermüllt, DDR-Standard ohne Ende. Wir befinden uns ja hier in der Nummer 44, also Antonienstraße 44. Dieses Haus ist übrigens ein Doppelhaus mit der 42 direkt daneben. Die 44 befindet sich mit Erscheinen dieses Videos auch auf den letzten Schritten bis zur endgültigen Sanierung. Was auf jeden Fall erstmal top ist, dass dieses Gründerzeithaus auch erhalten bleibt. Übrigens alle Häuser auf dieser Straße fast durchweg unter Denkmalschutz stehend. Gründerzeithäuser so um 1898 bis 1905, so, also dieses ganz typische Schema. Und Leipzig ja ohnehin, wer es nicht weiß, ja vom Krieg doch insgesamt recht glimpflich davongekommen. Also viele, viele dieser alten Gebäude sind hier erhalten geblieben. Wenn man jetzt beispielsweise mal nach Berlin fährt, da ist ja vieles nicht mehr so da, gerade im Zentrum. Und da ist Leipzig doch recht gut davon gekommen. Ihr seht selbst hier im Video, das Gebäude war doch insgesamt recht mitgenommen, aber doch stabil. Die Gebäude sind ja einfach so kolossal gebaut, dass da nichts passiert, außer
halt mal ein Deckendurchbruch, aber selbst dem trotz das Mauerwerk häufig. Hier in diesem Fall war mehr Unrat, mehr Müll. Im ersten OG hatten sich diverse Obdachlose eingenistet, die dann dort zu dritt hausiert haben über Nacht und dann tagsüber dann auf Tour gegangen sind. Als wir dort waren, haben wir natürlich bloß die Überbleibsel gefunden. Diverses Zeug, was dort konsumiert wird, von Drogenbesteck bis hin zu verschiedenen Lebensmitteln und so weiter und so fort. Interessant war, dass man dort geschlafen hat in diesem einen Zimmer und dann ist man eine Etage oben drüber gegangen und hat dann dort, die ganze Etage als Toilette genutzt, um es mal einfach kurz auszudrücken. Entsprechend war der Duft dort nicht so lecker, aber das Ganze hat sich ja nun zum Glück erledigt, denn die Sanierungsarbeiten sind ja wie gesagt schon recht fortgeschritten und ich denke mal Mitte, Ende dieses Jahres werden dann auch schon die ersten Leute dort einziehen, wenn alles gut läuft, man weiß ja immer nicht. Ich blende euch natürlich wie immer zum Schluss noch ein, zwei Bilder ein und hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn es schon etwas älter ist. So ein Video wird immer mal zwischendurch wieder kommen. Wenn ihr Lust habt auf andere Videos, auf weitere Videos, dann sind wir ja mittlerweile hier in Folge 54. Also warten auf euch mindestens 53 andere Folgen, wo ihr mal reinschauen könnt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und wir hören uns nächste Woche. Macht's gut, bis bald und ciao.